Los geht's! Hallo, wir sind die Gruppe CO2-Fahrzeug-Info. Mein Name ist Matteo. Mein Name ist Kahn. Mein Name ist Jan. Meiner Daniel. Und ich werde euch etwas darüber erzählen, was wir gemacht haben und welche Demo wir programmiert haben. Also die Idee von unserer Website war, dass die Leute sehen, wie der Vergleich von den verschiedenen Verkehrsmitteln beim CO2-Ausstoß ist, bei verschiedenen Routen. Dann sollten wir noch Menschen zeigen, wie viel CO2 sie beim Reisen ausstoßen, zum Beispiel mit dem Auto, auch bei Kurzstrecken. Und dann wollten wir noch einen Bezug auf den zweiten Grad machen, dass halt die Erderwärmung nicht so hoch ist. Genau, ich erzähle euch jetzt ein bisschen etwas darüber, was wir programmiert haben. Wir wollten es eigentlich so machen, es erzählt euch gleich jemand anders. Auf jeden Fall haben wir eine Website gemacht mit festen Daten, die wir halt vorher eingegeben haben. Und dann hat man halt 4 Auswahlpunkte, hier oben die Knöpfe und er zeigt es auch nochmal. Und dann, je nachdem, auf welchen man drückt, kriegt man halt verschiedene Daten angezeigt und einmal welche Strecke man ausgewählt hat, wie lang die ist und wie viel Gramm CO2 man mit welchem Fahrzeug verbraucht. Dann haben wir den Durchschnitt von einem Deutschen genommen, haben dann ausgerechnet, wie viel CO2 der pro Woche produziert und haben dann daraus eine Prozentzahl gemacht. Und dann haben wir auch nochmal geschaut, wie viel nach dem Klimaabkommen jeder ausstoßen sollte und haben dadurch dabei auch nochmal eine Prozentzahl gemacht und die sieht man auch beide. Das eine ist die Prozentwoche und das andere ist die Prozentwoche soll, also so wie es werden sollte. Gut. Und wir haben auch noch diese Webseite gemacht. Da steht ja einfach nur, wer das gemacht hat und wann wir das gemacht haben. Und ja, das war's. Und zwar, wir hatten auch ein paar Probleme bei der Entwicklung von der Website. Und zwar, dass wir ziemlich wenig Zeit hatten, also nur einen Tag, den Samstag. Und viele von uns hatten noch nicht das benötigte Wissen, um so eine Website zu entwickeln. Aber letztendlich haben wir es dann doch so einigermaßen hinbekommen. Also was man noch machen müsste, wäre, also dass man eine App entwickeln sollte, nicht nur eine Website, auf der man sozusagen alle Routen berechnen würde und dass man nicht auf eine Route tippt, wie gerade eben, sondern dass man einfach eine hinschreibt und man alles ausgerechnet bekommt und dass man also auch eine schöne Karte nehmen würde, bei der man alles die Wege einzeichnen würde und ja halt auch alle Daten, zum Beispiel wie also alle möglichen Orte, sehr viele Orte würden wir auch noch eintragen und ja, und es wird für jeden leicht zugänglich sein, dass man also sehr einfach es installieren könnte und dass es auch noch barrierefrei gemacht werden könnte. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Super, vielen Dank. Es war eine super spannende Präsentation mit dem zum Umweltthema total gut passenden CO2-Projekt.